Alle Jahre zieht es mich zum Rennsteig hin. Diesmal lief ich zusammen mit meiner Frau und zwei Bekannten den Marathon. Schon am Vortag geht in Neuhaus die Party ab. Zu unserem Gutsmuts Rennsteiglauf, dem Kultlauf. Es war noch nicht so richtig gut. Seid ihr gut drauf? Ja! Den Rennsteig ist ja nur einmal und du. Unsere Sabine, Sängerin, Gitarristin und sie führt Mixtos Programm. Der große Tag des Laufs. Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Traditionell wird vor dem Start des Marathons der Schneewalzer aufgespielt. So, jawohl, alle schon mit. Wahnsinn. So, und alle Arme wieder nach oben. Den Schnee, Schnee. Beim Start kreist über uns ein Hubschrauber, der Filmaufnahmen macht. Besser geht es nicht. Mit Startnummer 3680 sieht man Laufautor Werner Sonntag, der als Westdeutscher schon zu DDR-Zeiten beim Rennsteig mitlief. Wir erreichen hier den ersten Verpflegungspunkt. Drei Stromstein. Hier werde ich interviewt. Auf dem Weg zum Massaberg. Am Massaberg erreichen wir den höchsten Punkt der Strecke. Kurz hinter Kilometer 20. Und wie fühlst du dich? Am Hohlweg zieht ein Gewitter auf, das immer stärker wird. Wir flüchten daher unter dieses Zelt. War noch gar nicht.
Erst nach einer knappen halben Stunde können wir weiterlaufen. Wir erreichen Neustadt. Hier werden die Trinkbecher gleich entsorgt. Jenseits der 40-Kilometer-Marke. Alle sind noch fit. Kurz vor dem Ziel geht es noch einmal längere Zeit bergauf. Nach 43,5 Kilometer Laufspaß erreichen wir das Ziel. Hier läuft Erwin mit Begleitung ins Ziel des Supermarathons ein. Immer ein Erlebnis, die Rennsteig-Party danach.